Ein emsiges Treiben herrschte am Ostersonntag rund um das Schloss Kopstedt. Um 1855 von Friedrich Adolf Karl von Leipziger im englisch-gotischen Stil erbaut, ist das herrschaftliche Gemäuer umgeben von einem 10 Hektar großen Garten der perfekte Ort für eine gemeinsame Ostereiersuche, fand auch Schlossbetreiberin Margit Friedemann. Genau, das ist Tradition. Wir haben uns Ostern vor 11 Jahren hier mit dem Hotel selbstständig gemacht. Das heißt also, wir haben vor 11 Jahren Ostern das Restaurant eröffnet. Und ein Jahr später haben wir dann eigentlich angefangen, Ostereier zu verstecken. Und das ist zur Tradition. Wir müssen es kaum noch irgendwo bekannt machen. Es spricht sich rum und die Kinder kommen jedes Jahr. Egal wie das Wetter ist, bei Schnee, Eis, Wind und Wetter, Ostern ist Ostern. Auch in diesem Jahr kamen zahlreiche Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern. Und der April hatte ein Einsehen und schickte pünktlich zum Eiersuchen einige Sonnenstrahlen. Nach einer kurzen Einführung und einigen Suchtipps war es soweit. Die Eiersuche konnte beginnen. Schnell landeten die ersten bunten Eier in den Körbchen. Sie lagen im Gras, versteckten sich in den alten Bäumen des Parkes oder auch in der Nähe des Schlosses hinter Blumenkübeln und Co. 500 Eier hatte Margit Friedemann und ihr Team versteckt. Ob die großen und kleinen Besucher wirklich alle gefunden haben, das sollte sich schnell herausstellen. Denn nach dem Eiersuchen folgt in Kropstedt das Eierzählen. Wir machen nachher ein Ostereier auszahlen, also auszählen. Wir gucken dann, wie viele Eier gefunden worden sind, und es wird auch einen Gewinner geben. Das werden wir dann gleich nachher gemeinsam machen. Also jeder zählt seine Eier aus. Und die anderen Kinder, die dann also nicht der Hauptgewinner sind, die kriegen auch ein kleines Geschenk. 25 bunte Eier reichten schließlich für den Hauptpreis. Doch auch die anderen Besucher gingen wie versprochen nicht mit leeren Händen nach Hause. Und auch die zukünftigen Besucher des Parks und Schlosses in Kropstedt sollten die Augen offen halten, denn alle 500 Eier wurden am Sonntag nicht gefunden.